Bei einer Geiselnahme in einem Heim für ehemalige Militärangehörige im kalifornischen Yountville hat es mindestens 4 Tote gegeben. Die Polizei fand 3 Frauen und den mutmaßlichen Geiselnehmer tot in einem der Gebäude. Nach Angaben der Regierung des US-Bundesstaates handelte es sich bei dem Mann um einen Teilnehmer des sogenannten Pathway Home-Programms, das sich um Veteranen bemüht, die an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden. Bei den 3 Frauen soll es sich den Angaben zufolge um Angestellte des Wohnheims handeln. Zu den Hintergründen der Tat wurde zunächst nichts bekannt.